Wir haben jetzt eine geradezu schizophrene Situation an den Märkten, denn wir haben die drei wichtigsten Notenbanken der Welt, die völlig unterschiedliche Ansätze ihrer Geldpolitik derzeit haben. Und das hat Auswirkungen auf die Märkte, während China inzwischen stimuliert und damit die Preise vor allem für bestimmte Industriemetalle nach oben bringt, insgesamt plötzlich wieder voll auf dem Gaspedal steht, ist die Fed im Vollbremsungsmodus. Auch das hat natürlich Einfluss auf die Märkte, während die EZB nun ja im Wolkenkuckucksheim vor sich hin pennt und sich bestimmten Wunschvorstellungen hingibt, die leider nicht realisierbar sind. Aber sei es drum, jedenfalls ist das eben jetzt eine sehr absurde Situation. Und das hatten wir, soweit ich mich erinnere, noch nie, dass diese drei Notenbanken so völlig entgegengesetzte Richtungen laufen und damit verschiedene Kräfte an den Märkten zerren, teilweise in verschiedene Richtungen. Schauen wir uns mal an, wie die Lage derzeit ist. Wir hatten gestern, und das ist wirklich erstaunlich, eine Ansprache ja von Joe Biden, eine längere, ziemlich lange Pressekonferenz. Und da hat er nochmal gesagt, also er unterstützt den Kurs der Fed, die ja die Inflation bekämpfen will, diese massive Teuerung bekämpfen will. Deswegen sagt er, es ist gut, wenn die US-Notenbank die Tightening Monetary Policy beginnt, also praktisch die geldpolitische Straffung beginnt mit Zinsanhebungen und dann wahrscheinlich Bilanzreduzierung. Also der Präsident gibt dem Notenbankchef klare Rückendeckung. Es war Joe Biden, der dann im November war, dem damaligen Fed-Chef die neue Nominierung zugesagt hat, wenn er die Inflation bekämpft. Seitdem ist Powell wie ausgewechselt. Vorher Inflation transitory, jetzt plötzlich Bekämpfung der Inflation oberste Priorität. So schnell ändern sich die Dinge. Biden weiter, ja, unsere Wirtschaft ist stark, dementsprechend muss das jetzt eben angepasst werden. Hier sieht man doch durchaus, dass die Unabhängigkeit der Notenbank nicht so wirklich gegeben ist, sondern das ist eben so, dass die Politik hier massiv mit reinspielt und das ist letztendlich jetzt vollends klar geworden, wie die Dinge hier wirklich stehen. Also die Fed voll auf der Bremse, der US-Präsident stützte diese Haltung oder hat diese Haltung zur Bekämpfung der Inflation angeregt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Warum? Weil er keine Wahlen gewinnen kann, wenn die Inflation weiter so durch die Decke schießt und die Amerikaner massive Kaufkraftverluste haben. Verluste ist auch das richtige Wort. Biden, nächste Niederlage gestern, die Demokraten haben es nicht geschafft, den sogenannten Filibuster zu schwächen. Das ist ja eine Regel, die für bestimmte Gesetze eine 60-40 Mehrheit im Senat, also 60-40 Stimmen, erforderlich macht. Im US-Senat dementsprechend ist es da sehr schwer, bestimmte Dinge durchzubringen, wenn man 60 von 100 Stimmen braucht. Jetzt haben aber zwei Demokraten, nämlich Joe Manchin und Kirsten Sinema, die beide bekanntlich eher auf dem rechten Flügel der Demokraten sind, haben sich dem entgegengestellt und das bringt die US-Demokraten zur Weißglut. Biden dann auch mit Aussagen, die ein bisschen verwirrend waren. Er sprach von einer Katastrophe für Russland, wenn man richtig einmarschiert in der Ukraine, wenn allerdings das eine eingegrenzte Aktion sei und was er damit meint, hat er nicht genau gesagt, dann wären die Konsequenzen nicht so stark. Also etwas seltsame Aussagen, die durchaus für Irritation vor allem bei den Ukrainern gesorgt haben. Aber sei es drum, kommen wir jetzt mal zu den Auswirkungen auf die Märkte. Wir haben China, wir haben die EZB und wir haben natürlich die Fed und wir sehen Nasdaq jetzt über 10% von seinem Hoch entfernt und hat jetzt das erste Mal seit Oktober auch seinen 50-Tages-Durchschnitt gebrochen. Damit ist die komplette Santa Claus Rally egalisiert worden, also alles für die Katz. Normal Santa Claus Rally ist ja die Rally der letzten 5 Tage des Jahres, der 5 Handelstage des Jahres und dann noch die ersten paar, aber im neuen Jahr, aber das ist jetzt alles erst einmal wegverfrühstückt. Hier sehen wir den S&P 500 im größeren Bild, da sehen wir, da sind wir aus diesem Kanal rausgefallen, sind auch aus dem Bollinger Band ziemlich weit rausgefallen und normalerweise nach unten rausgefallen, normalerweise dauert sowas nicht lange. Wer Charts studiert seit ein paar Jahren weiß, dass Kurse immer wieder in das Bollinger Band zurück tendieren. Dementsprechend schon aus dieser Situation ein Rebound der Märkte, die gestern wieder unter Druck waren. Durchaus wahrscheinlich, wenn wir uns die Indizes mal anschauen. Dow 1%, Nasdaq auch um und bei 1%, nur
Auch der S&P 500, also ziemlich gleichmäßig, nur der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, der war deutlich schwächer noch. Wir sehen oben, das ist ein längerfristiger Chart, dass wir noch nicht mal auf größerer Ebene überverkauft sind. Kurzfristig sind wir sehr stark überverkauft, deswegen dieser Bounce auch durchaus wahrscheinlich. Jetzt schauen wir uns mal zur Untermauerung dieser Aussage den Nasdaq 100 an. In einem Chart von Sven Henrik hier sehen wir eigentlich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich mit Bruch der Nackenlinie nach unten auflöst. Die ziemlich klassische Formation beim Nasdaq 100. Aber oben sehen wir beim RSI eine positive Divergenz, was dafür spricht, dass kurzfristig etwas anderes passiert. Wir sehen also, dass übergeordnet das Chartbild ziemlich eingetrübt ist. Kurzfristig allerdings ein Bounce nach oben wahrscheinlich ist. Und wenn wir uns mal, wenn Sie hier links mal unten diesen Chart sich anschauen, das sind die Nasdaq-Werte, die über dem 200-Tages-Durchschnitt sind. Das sind jetzt noch 21,58. Mithin sind also fast 79% der Aktien, die im Nasdaq Composite gelistet sind, das sind über 3300, sind in einem Bärenmarkt, wenn man so will. Das ist schon erstaunlich, während wir für 10% vom Allzeithoch jetzt entfernt sind. Hier sehen wir dennoch, dass die ersten 12 Trading-Tage oder die 12 Trading-Tage jetzt zu Jahresbeginn so schlecht waren wie zuletzt nur noch schlechter 2008 und 2016 und 2009. Also da hat es ziemlich reingeknallt, gar keine Frage. Und kurzfristig, wie gesagt, sind wir durchaus überverkauft. Wenn wir uns jetzt hier mal die Situation anschauen, dann ist praktisch der Energiesektor, der gestern auch ein bisschen verloren hat, der einzige, der wirklich noch seit Jahresbeginn deutlich im Plus ist, 16%. Die Financials, die auch stark gestartet waren, bis zu den Zahlen von JP Morgan und Goldman Sachs, die sind jetzt praktisch auf Null und alles andere ist dann mehr oder weniger deutlich im Minus, vor allem Information Technology und Real Estate, Immobiliensektor in den USA, da ja eine wunderbar aufgeblasene Blase. Und wenn jetzt eben die Zinsen steigern, dann werden auch die Kredite teurer. Das dürfte für viele dann schwierig werden. Dementsprechend sehen wir die Homebuilder, die Immobilienentwickler in den USA deutlich unter Druck. Dementsprechend der Sektor am schwächsten. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, da gab es eine Umfrage, hochinteressant, von CNBC. Wir haben ja durch diesen Hype jetzt um Aktien, um Krypto, Meme-Stocks, neue Allzeithochs bei den Indizes, sehr viele neue Investoren gesehen, die also jetzt neu an die Börse gekommen sind. Und eine Umfrage von CNBC zeigt, dass 86% dieser Newbies jetzt noch mehr Geld investieren wollen in Aktien. Und das, obwohl sie weniger erfolgreich sind als erfahrenere Anleger. Immerhin 67% von diesen Newbies waren erfolgreich im Jahr 2021. Die waren schlichtweg nur long. Und das war dann vielleicht jetzt auch nicht so schwierig. Allerdings waren die erfahrenen Investoren deutlich erfolgreich. Jedenfalls sind die jetzt weiter auf dem Zug. Mensch, wir wollen da richtig Geld reinstecken und vielleicht kommen sie ein bisschen was zu spät, könnte man sagen. Und die glauben auch zu 84%, dass die Aktienmärkte eben weiter steigen, während die erfahrenen Anleger nur zu 75% glauben, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Wir erinnern uns, jetzt haben wir die ganze Santa Claus Rally ausgepreist, wie ich vorhin gezeigt habe, und kurz davor waren noch Kursziele von Banken weit über 5.000, 5.200, 5.500. Da hat man sich noch mit der Anhebung von Kurszielen geradezu überboten. Jetzt ist ein bisschen was anders. Und wie der Zufall manchmal so spielt, ist auch Bitcoin in etwa so wie der Nasdaq. Liquiditätsassets sind sehr stark abhängig von Notenbankpolitik, ob die Geldpolitik gestraft oder eben deutlich gelockert wird. Die massive Lockerung, das massive Geld in die Märkte pumpen, hat eben auch die Kryptos so stark nach oben geführt und das sollte man nicht vergessen. Kurzfristig jetzt nochmal wirklich Volatilität. Ich hatte gestern diesen Chart schon gezeigt, immer um den 19. und 20. rum, also um den Verfallstag. Da tendiert man zur Schwäche, so wie gestern. Wie gesagt, heute dürfte zunächst mal ein Bounce nach oben kommen. Wie nachhaltig der ist, muss sich allerdings zeigen, denn wir haben ja, wie ich gestern hier schon zeigte, diesen massiven Verfall
am morgigen Freitag 125 Milliarden Dollar. Dadurch, dass praktisch alle auf der Long-Seite sind, mit Calls in Einzelaktien investiert sind, müssen die Market Maker, die ja praktisch eine Wette gegen den Kunden machen, sich absichern. Denn was ist, wenn der Kunde eine Call-Option auf Tesla kauft, Tesla steigt, damit wird die Call-Option wertvoller, damit würde der Market Maker, der ja praktisch gegen den Kunden wettet, Geld verlieren. Also sichert er sich ab, indem er selber die Tesla-Aktie dann kauft. Das hat das Ganze nach oben gespult. Jetzt aber brauchen diese Market Maker zum Verfall hin diese Absicherung nicht mehr. Deswegen verkaufen sie diese Absicherungen, also etwa die physische Tesla-Aktie. Dementsprechend kann eben dann Druck auf solche Werte kommen. Wir sehen insgesamt, dass jetzt die Stimmung natürlich schon ziemlich negativ ist an den Aktienmärkten. Auch das spricht für einen kurzfristigen Rebound. Aber wir sehen, dass natürlich auch die Stimmung gegen Anleihen extrem negativ ist. Das spricht dafür, dass wir vielleicht auch einen Rücksetzer bei den Renditen, den US-Renditen sehen, den wir gestern ja schon ein bisschen gesehen haben. JP Morgan jedenfalls sagt, dass so viele seiner Kunden in Sachen Staatsanleihen so negativ sind, wie seit 2017 nicht mehr. Man erwartet also steigende Renditen und das tun alle. Und wenn alle das erwarten, dann kann halt auch gerne mal das Gegenteil passieren und ein Squeeze ablaufen. So, jetzt kommen wir zu China. Wir waren jetzt Amerika, wir waren Fed, wir haben die Aktienmärkte Reaktion auf die Fed gezeigt. Jetzt gehen wir nach China. Da hat man erwartungsgemäß jetzt weitere Zinssätze gesenkt. Die One-Year-Loan-Prime-Rate, das ist in China alles relativ kompliziert. Da gibt es 27.523 Zinssätze. Und zwei davon wurden heute gesenkt. Dementsprechend auch gute Laune. Ist nichts passiert. Sie kennen hier dieses Bild vielleicht aus der nackten Kanone, aus dem Film China Yuan. Es hat jetzt gesagt, dass man wahrscheinlich seine Anleihen nicht bedienen kann, praktisch damit pleite ist, aber das interessiert heute keinen, denn hier ist richtig Panikmodus seitens der Pekinger Führung, die jetzt voll aufs Gaspedal offenkundig tritt, während die Fed eine Vollbremsung macht, treten also die Chinesen jetzt aufs Gaspedal. Gestern spätabends das Kabinett. Hier müsste man neue Maßnahmen entwickeln, um das ökonomische Momentum zu verbessern. Man möchte jetzt den Immobilienentwicklern massiv helfen, die ja massiv unter Druck sind. Dementsprechend sehen wir, dass etwa der Hang Seng jetzt 2,8% im Plus ist und vor allem der Immobiliensektor mit Country Garden, dieser größte Immobilienentwickler Chinas, der unter Druck ist. Aber die Aktie heute 14,3% nach oben, Sunac 12,9% nach oben, also die Zombies steigen jetzt nochmal nach oben. Der Hang Seng Tech Index auch sehr stark, etwa mit Tencent 6,4%, nachdem die Regulatoren gesagt haben, dass sie zunächst mal die Guidelines nicht veröffentlicht haben, die große Tech-Firmen bei bestimmten Übernahmen, bei bestimmten Investitionen eben regulieren würde. Also man ist jetzt plötzlich wieder in einem völlig anderen Modus und all das hat natürlich Konsequenzen für die Märkte, die schreien Hurra, während die Wall Street so ein bisschen depressiv ist. Herrscht jetzt wieder Goldgräberstimmung sozusagen, hier der Crack-Up-Boom in China, denn wir sehen, wie letztendlich gefährdet die Situation ist. Wir sehen, wie hier etwa der Junk-Bond-Markt zusammengebrochen ist in China und jetzt dünkt der Führung in Peking eben, dass die Dinge völlig außer Kontrolle geraten können. Wenn man jetzt nicht nochmal versucht, die Sache zu retten, das wird schwer, es wird sehr, sehr schwer, selbst für eine solche planwirtschaftliche Organisation. Und jetzt kommen wir zu unseren Supergenies in der Eurozone. Hier sehen wir die wunderbare Madame Lagarde. Hier dieser Pfeil zeigt die Bilanzsummensteigerung, seit sie praktisch das Ruder übernommen hat. Seitdem geht es nur noch steil nach oben. Gestern ja die 10-jährige Bundesanleihenrendite mal positiv. Aber die EZB ist noch völlig im Schlafmodus, gewissermaßen im Wachkoma. Man hat hier für 2022 Zinsanhebungen ausgeschlossen und vorhin sind die Erzeugerpreise aus Deutschland gekommen. 24,2% zum Vorjahresmonat, 5,0% zum Vormonat. 5% in einem Monat, das muss man sich mal vorstellen. Das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Erhebung dieser Daten, also seit dem Jahr 1949. Und die EZB sagt, nein,
Na, also das mit der Inflation vorübergehend, gell? Also ich sehe keine Inflation, ich spreche nicht über Inflation, ich höre nichts von Inflation. Das ist auf Dauer natürlich nicht aufrechtzuerhalten. Das sagt jetzt auch die Commerzbank, die hier in diesem Chart das Ganze mal darstellt. Natürlich werden wir jetzt im Januar vielleicht einen bremsenden Effekt haben in Sachen Inflation kurzfristig, weil eben die Mehrwertsteuersenkung, die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 dann wegfällt als Basiseffekt. Aber es ist eben so, dass die Kosten für die Unternehmen massiv weiter steigen. Und wenn Sie sich dies mal anschauen, hier ein Artikel bei uns heute ganz frisch bei finanzmarktwelt.de, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, was da so gestiegen ist, warum es so gestiegen ist und warum jetzt eben die Unternehmen keine andere Chance haben, als diese Kosten weiterzugeben, weil sonst haben sie ein Riesenthema. Dann empfehle ich, wie gesagt, nochmal den Artikel hier unter dem Video. Schauen Sie sich das an, das ist einfach nur der absolute Hammer. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesem Tag und sage Servus und Ciao.